Wir sind der Kinder- und Jugendhilfeverbund aus Freital. Und das ist der Treffpunkt Orbelschacht. Unser Team, die Kinder und Jugendlichen, die wollen den Schulraum neu gestalten oben. Und da wird gemalert und dann gibt es eine Kreativgruppe, die dann schon noch die Farben entwirft, vielmehr die Bilder, die drauf sollen. Ansonsten gehört zum Orbelschacht nicht wirklich, aber es ist unser Raum, wo wir uns aufhalten, der Bürgerpark. Und der wird ab und zu mal ein bisschen als Müllhalde benutzt. Und jetzt ist heute der Tag, wo wir alle zusammen den mal ein bisschen sauber machen. Die 48-Stunden-Aktion bedeutet für uns, gemeinsam aktiv zu sein. Ja, wir sind ein Team und gemeinsam sind wir stark. Ich bin vom Umweltzentrum Freital e.V. und wir haben heute hier zur Pflanzaktion aufgerufen im Rahmen der 48-Stunden-Aktion. Und genau, und da sind ein paar Leute gekommen. Also quasi Freitaler, die wir aufgerufen haben zu kommen. Wir pflanzen hier, wir machen Unkraut weg, wir gucken, welche Schilder noch aktuell sind, weil wir für die ganzen Pflanzen so eine Beschriftung haben. Wir machen bei der 48-Stunden-Aktion mit, weil das eine super Sache ist sozusagen, dass hier überall im ganzen Landkreis die Leute aufgerufen werden, an dem Tag gemeinnützige Arbeit zu machen für ihre Region. Und das passt hier einfach super dazu, weil das ja auch eine offene Fläche ist für alle Freitaler. Wir sind hier der Familienzentrum Regenbogen e.V. in Freital. Wir wollen in 48 Stunden erreichen und so unseren Garten ein bisschen verschönern. Anhand von alten Europaletten wollen wir so ein paar Sitzmöglichkeiten für die Jugend herstellen, dass die im Sommer gerne draußen sitzen können. Dazu gehört auf jeden Fall die Arbeits-Europaletten auseinandernehmen komplett und wieder neu zusammenschrauben und zusammennageln. Das bedeutet viel Kraft vor allen Dingen. Und dann gehört noch dazu, dass mit dem Schleifen und Flexen, die Nägel wegflexen, die Oberfläche schön schleifen, dass die Farbe hält. Das bemalen gehört auch noch dazu, ja. Genau, das ein bisschen zu bemalen, nach der eigene Kreativität zu nutzen. Eigentlich tun wir jedes Jahr teilnehmen. Vor allem das, und der Hintergrund ist einfach, dass die Jugend mal was für die Stadt oder für ihr Jugendhaus tut, dass wir was verändern wollen. Wir sagen können, wir haben was von Jugendlichen für Jugendliche gemacht. Wir haben uns Oscars 11 genannt, weil wir im Jugendrotkreuz sind und dort heißt unser Verein, also unsere Gruppe halt auch Oscars 11 und da haben wir den Namen jetzt einfach mal hierfür mit übernommen. Wir haben wie einen Auftrag bekommen, wir wollten halt eigentlich irgendwie Pflanzen pflanzen und da wurde uns halt gesagt, dass hier Hilfe benötigt wird und da nehmen wir jetzt halt zuerst die Grasnarben ab, danach kommt Muttererde drauf, dann pflanzen wir die Blumen und dann machen wir alles noch ein bisschen schick. Die 48-Stunden-Aktion ist was, wo wir halt seit Jahren jedes Jahr dabei sind und immer irgendwas machen. Das ist halt was, wo wir halt mit unseren ganzen Freunden zusammenkommen und irgendwas für die Allgemeinheit tun und das macht uns halt richtig Spaß. Wir sind die Jugendgruppe Dön. Wir verschönern und besprühen die Fahrzeughalle 2 bei uns auf der Feuerwache in Freital in Kooperation mit Spike Dresden. Die Kinder werden in Graffiti, bekommen die einen Crashkurs, wird kurz erklärt, was das alles bedeutet und dann wird gesprüht. Wir möchten was Feuerwehrtypisches sprühen. Also ein Verteiler zum Beispiel, ein Schlauch, Feuerwehrfahrzeug, ein Hydrant, dass soll alles an die Wand kommen.
Wir machen schon seit Jahren mit, weil wir es relativ wichtig finden, dass wir als Feuerwehr unseren Teil für die Allgemeinheit mit dazugeben. Und so kann man was zurückgeben. Unser Verein lautet Jugendfeuerwehr Freital der Stadt Freital, Lechzig-Pesterwitz. Die Wand haben wir Auftrag bekommen von der Stadt Freital, von Herrn Zagri, weil die mit voller Graffiti geschmiert ist. Wir tun halt praktisch heute die Wand von den Graffiti befreien, mal neu drüber streichen. Warum wir an der 48-Stunden-Aktion mit teilnehmen, ist, weil es uns mal Spaß macht, mal was anderes zu machen. Wir sind der Ortsverein Saalhausen, gegründet 1996. Wir sind jetzt das achte Mal dabei zur 48-Stunden-Aktion, haben schon viele schöne Sachen geschafft. Für heute hatten wir geplant, unseren Spielplatz hier anzumalen, dann in neuen Fahnenmasten erstmal abzuschälen und dann später aufzustellen. Und das Anmalen der ganzen Gerätschaften haben die Kinder gemacht. Dann haben wir angefangen, unser Vereinshaus noch mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen, ein bisschen was zu entsorgen, um Platz zu schaffen für neue Dinge. Die Schilder, die angestrichen wurden, die haben wir vor 2 Jahren selber auch im Rahmen der 48-Stunden-Aktion gemacht und hergestellt. Und die wurden halt dieses Jahr nochmal wieder gestrichen, damit es ein bisschen schick aussieht. Warum wir das machen? Wir sind einfach, erstmal bekommen wir eine finanzielle Unterstützung. Und es ist eine gute Sache, um die Kinder und auch die Nachbarn so ein bisschen zusammen spielen zu lassen und was entstehen zu lassen. Wir sind der Jugendclub Bürgischt hier, im schönen Freital Bürgischt, und wir wollen hier eine Toilette bauen, hinter uns, wie man sieht, ist noch nie fertig. Mit Wasserzisternen wollen wir ein System halt bauen, was das Wasser, das Regenwasser sammelt und so eine Spülung auch funktionieren kann. Selbstständig, wir haben ja hier kein Wasser anliegen, deshalb mussten wir da ein bisschen kreativ sein. Außerdem bauen wir unseren Eingangsbereich komplett neu, der war aus Holz. Ist alles vom Wetter ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen worden. Wir wollen das einfach erneuern, dass es auch wieder fein aussieht, ordentlich funktioniert und ein bisschen mehr Fläche frei ist für uns. Wir beteiligen uns an der 48-Stunden-Aktion, weil wir erstens finden, dass es halt eine gute Sache ist, um auch Motivation zu schöpfen. So. Einige Leute beteiligen sich, andere Jugendclubs beteiligen sich, andere Einrichtungen beteiligen sich. Das ist irgendwie auch so eine Energie, die da überschwappt. Wir wollen halt was zeigen, wir wollen das auch zeigen, dass wir was drauf haben. Es ist nicht bloß so, dass wir zur 48-Stunden-Aktion irgendwie hier was auf die Beine stellen, sondern wir sind eigentlich jedes Wochenende am Tun und Machen. Wir haben ständig neue Projekte und haben ständig neue Ideen, irgendwas zu verwirklichen. Und so ist es halt mit der 48-Stunden-Aktion sinnvoll, sag ich mal, da mitzuziehen. Das leitet sich davon ab, weil wir alle bei dem KESS-Projekt, also Kompetenzentwicklung für Schülerinnen und Schüler, mitmachen. Wir tun hier gerade diese wunderschöne Mauer besprayen und tun auch ziemlich viel Arbeit dort mit reinstecken und auch Material. Die Idee war, glaube ich, so, dass wir Freital so ein bisschen mit in das Motiv reinbringen, deswegen steht dort auch mit Freital. Und Freital ist ja eine Bergarbeiterstadt. Und deswegen war dann die Idee, wir bauen ein paar Bergarbeiter mit rein, und eine von uns hat dann halt eben einen Katze und einen Maulwurf gemalt. Und der blaue Fuchs, der kam dann später, weil eine noch die Idee hatte, hey, ich möchte auch noch was mit reinbringen. Wir machen da eigentlich alle mit, weil wir wollen gerne Spaß haben, wir wollen
gern Graffiti machen und wir wollen uns irgendwie mit einbringen und unser Stadtbild verbessern. Stunden-Aktion. Aber was wollt ihr eigentlich hier? Ja, wir sind das Filmstudio 20 Zentner Fuchs. Wir sind bei diesem Film verantwortlich für den Dreh, für die Sichtung der Filme und für den Zusammenschnitt. Und wir sind ja dabei, weil es Spaß macht, die ganzen verschiedenen Jugendgruppen zu begleiten und zu sehen, was sie den Tag geleistet haben. Hallihallo meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie heute wieder zu einer neuen Runde 20 Zentner Fuchs in Action. Test, Test, Test. Mach mal schnell den Rekordkotz. Ja, nicht laut. Mahlzeit. Wir haben alles im Kasten. Das war schön. Tüdelü. Also dann, bis nächstes Jahr. Saal schaue, da bin ich richtig stolz drauf, was ihr auf die Beine gestellt habt. Ich danke euch dafür, dass ihr dazu beitragt, dass unser Freital ein Stück schöner wird. Als nächstes bitte ich den Jugendclub Sonsdorf zu uns hier aufs Podium. Thank you.
Ansonsten bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, dass Sie gekommen sind, liebe Gäste. Und ja, wünsche uns, dass wir auch nächstes Jahr wieder die 48-Stunden-Aktion so zahlreich gemeinsam begehen. Bis dahin.